Ein Arbeitseinsatz im Freibad Sieten fand am Samstag, den 1. April 2023 statt. Leider spielte das Wetter nicht mit. Wegen des Dauerregens mussten einige Arbeiten verschoben werden. Wir sind jetzt dabei, uns auf die kommende Saison vorzubereiten. Das heißt, wir müssen das Bad reinigen. Es werden jetzt die Beckenränder gekerchert. Dann werden anschließend die Becken sauber gemacht und mit neuem, frischem Wasser gefüllt. Wir haben bis zu unserer Saisoneröffnung am Wochenende Mitte Mai noch an jedem Wochenende hier Arbeitseinsätze, freitags und samstags. Heute ist die Beteiligung leider nicht so toll, hängt natürlich jetzt auch von dem schlechten Wetter ab. Einige Mitglieder ließen sich aber vom schlechten Wetter nicht abhalten. Die Zeit drängt. Im kommenden Monat soll das Bad geöffnet werden. Die Besucherzahlen aus dem Vorjahr sind allesamt positiv, weiß Vorsitzender Heinrich Wiengarten. Nein, das Ergebnis war ganz zufriedenstellend. Wir hatten knapp 50.000 Besucherinnen und Besucher in unserem Bad. Und auch finanziell sind wir ganz gut aufgestellt, wenn nicht ganz gravierende Reparaturmaßnahmen anfallen. Wir müssen einen Filter erneuern, aber ansonsten ist alles im Moment in Ordnung. Als größter Verein in Haltern hat der Freibadverein in Sieten rund 7.500 Mitglieder. Und die freuen sich, bald wieder hier schwimmen zu dürfen. Für die Saison 2023 konnte der Verein außerdem einen neuen Fachangestellten für die Badaufsicht gewinnen. Am Samstag, dem 13. Mai, soll die Saisoneröffnung mit dem Familienfest »Ein Dorf rettet sein Freibad« gefeiert werden.